Schönen herzlichen guten Morgen. Schön, dass es alle geschafft haben zu dieser Session hier, trotz des schlechten Wetters und trotz der Abendveranstaltung gestern. Wir wollen anfangen mit dem ersten Vortrag von Herrn Otto Dassau. Der stellt seine neue Entwicklung, die GBD Websuite, vor. Webserver, WebGIS Client. Ja, dann übergebe ich Ihnen die Bühne. Bitte schön. Okay, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite aus und ja, wie schon angesprochen, möchte ich heute was Neues vorstellen. Also ich stehe stellvertretend hier für unser Unternehmen und wir haben halt in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Dateninfrastrukturen aufgebaut, deutschlandweit, und da aus diesen Ergebnissen, sage ich mal, oder Erfahrungen hat sich jetzt die Entwicklung dieser neuen Plattform, die wir GBD Websuite nennen, ergeben, und die möchte ich gerne heute Morgen vorstellen. Fangen wir an. Ganz kurz zu uns. Wir kommen aus Düsseldorf, wir sind 8 Leute in unserem Team. Wir sind schon seit langer Zeit im Open-Source-Bereich unterwegs, sind in Projekten aktiv, entwickeln mit an verschiedenen Projekten. Fokus bei uns liegt auf GraphQL und QGIS vor allen Dingen und Postgres, PostGIS. Das sind was so die Kernkomponenten von den Dateninfrastrukturen sind, die wir überwiegend umsetzen. Und in dem Bereich bieten wir eigentlich alles an, von der Beratung bis zur Umsetzung, später Wartung und ja auch Datenanalyse. Jetzt ein bisschen was zum Hintergrund der Entwicklung. Wie gesagt, wir machen das schon seit einigen Jahren und angefangen hat das eigentlich mit QGIS, als es diese Möglichkeit gab. QGIS Server, QGIS Web Client, so diesen Dreiklang, sag ich mal, so zu nutzen, auf einfache Art und Weise Daten auch ins Internet zu bringen. Und diese einfache Art, die haben wir auch gemacht, genutzt natürlich, eingesetzt, also Bereitstellung von Open Web Services, WMS, WFS, WCS, vor allen Dingen natürlich WMS und auf Basis von QGIS, einfach zu erstellende Projekte. Die meisten von Ihnen kennen das wahrscheinlich und nutzen das selber auch. QGIS Server als wichtiger Bestandteil. Seit etwa ja, fast 10 Jahren, jetzt 2010, ist der entwickelt und Teil des QGIS-Projektes. Und der ermöglicht es halt, da dieselbe Darstellungs-Rendering-Bibliothek verwendet wie QGIS selbst auch, diese 1:1 Darstellung von Projekten dann auch als Dienst, als WMS beispielsweise im Netz. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Optionen, die QGIS Server zur Verfügung stellt, die der Client abrufen kann, um beispielsweise die Layer-Struktur in Projekten abzubilden, Druckzusammenstellung nutzen zu können, die man in QGIS selber auch definiert. Und das ist halt ja, eine tolle Sache, die viele Leute schon nutzen. In dem Zusammenhang gibt es auch da wurde eigentlich relativ zeitnah entwickelt, auch der QGIS Web Client 1. Das heißt, im Grunde genommen ist es ein Viewer, kann man sagen, auch bis zum Schluss. Der wird ja jetzt abgelöst oder ist mittlerweile abgelöst worden vom QGIS Web Client 2 und war bis dato die ganzen Jahre eigentlich mehr als Viewer konzipiert mit den Funktionalitäten, die Sie hier sehen. Also man kann halt Objekte abfragen, suchen, Suchfunktionalität messen von Flächen und Längen und so weiter. Das war halt der klassische QGIS Web Client 1. Und im Rahmen der Infrastrukturen, wie wir sie aufgebaut haben, hatten wir halt in den letzten Jahren eine Reihe von Erweiterungen hinzugefügt. Unter anderem ging es eine Flurstücksuche, eine Flurstückbeauskunftung, die damit enthalten war, eine Benutzeranmeldung, Authentifizierung auf LDAP basierend. Solche Dinge sind halt dann hinzugekommen in den letzten Jahren. Das hatten wir auch auf den letzten FOSGIS auch schon mal vorgestellt. Und dieses zweites Beispiel wäre halt so Plugins zum WFS-Abfrage, also verschiedene Sachen, die halt einfach so sich ergeben, die notwendig sind, das hat sich so erweitert. Was sich aber gerade gezeigt hat, durch diese Erweiterung, die ist jetzt mal so ganz grob eine Struktur, eine Schemadarstellung, wie man sich das vorstellen kann, man hat halt einmal den Client- und den serverseitige Darstellung. Und man sieht, dass dadurch, dass man hat dieser
klassische Dreiklang ist QGIS, QGIS Server, QGIS Web Client. Dadurch, dass man halt weitere Funktionalität ergänzen muss, sind das im Grunde genommen dann später Server-Funktionalitäten, die man erweitert, um zum Beispiel die Flurstücksuche zu ermöglichen, um die Authentifizierung zu ermöglichen. Das ist etwas, was der QGIS Server so ja nicht kann. Und auf dieser Basis her haben wir halt das ergänzt. Das ist eigentlich so der klassische Weg auch, der heute, denke ich, an vielen Anwendungen oder Bereichen stattfindet, wenn man jetzt den QGIS-Server weitergehend nutzen will, dass man halt einen anderen, einen zusätzlichen Server, in unserem Fall haben wir einen Python-basierten Server, Web-Server hinzugefügt, der dann bestimmte Aufgaben übernimmt und mit den Plugins des QGIS Web Client 1 in dem Fall halt kommuniziert, das weiß nicht, über JSON. Der Client selber mit dem QGIS-Server kommuniziert über WMS-WFS. Und da sieht man halt, dass im Grunde genommen, dass halt, man hat zwei Server, man hat eine ganze verschiedenste Kommunikationswege, die sich dann einfach automatisch ergeben. Und diese Art der Verknüpfung der Komponenten, die hat uns halt nicht so richtig gut gefallen, muss man sagen. Oder hat sich ergeben, dass sich dadurch Aufwände für, wenn man jetzt fürs Debugging, für Wartung, Pflege, die wachsen einfach dann in dem Zusammenhang. Und, und als sich dann auch herausgestellt hat oder die Möglichkeit oder die Situation ergab, dass der QGIS Web Client abgelöst wurde durch eine neuere Version, dass QGIS auf die nächste Stufe, QGIS 2 auf QGIS 3 ging, stand eh an, dass wir uns überlegen, wie wir dieser gewachsenen Struktur über die letzten Jahre halt umgehen und was wir damit machen. Und daraus dann hat sich ergeben die Umsetzung der GWD WebSuite, also eines eigenen Webclient und eines eigenen Servers. Hintergrund sind halt die Anforderungen, die sich gestellt haben, gezeigt haben. Zum einen halt eine performante Bereitstellung von OWS-Diensten, also Webdiensten, WMS vor allen Dingen. Das ist eine Komponente, wo der QGIS Server im Grunde genommen im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus hatten wir halt die Schnittstellen waren notwendig für externe Fachanwendungen, die eingebunden werden sollen. Oft sind das halt auch Anwendungen, die gar nichts mit Geodaten zu tun haben. Das heißt, es ist auch nichts, wo klassisch der QGIS-Server in irgendeiner Art und Weise genutzt würde, wo dann halt der Python-Server genutzt wurde, weil der QGIS-Server selber ist ja eher, der benutzt halt OGC, also Services, und diese dann mit Geodaten und diese halt untypischerweise, sag ich mal, zu erweitern mit Nicht-Geodaten-Funktionalität würde halt auch nicht so wirklich passen. Dementsprechend haben wir das halt in den Webserver gebracht, in den Python-Server. Wir wollten halt gerne eine modulare Architektur haben, die flexibel ist. Wir wollten eine interne Kommunikation aufräumen, wie man eben gesehen hat in dem Bild. Wollten wir halt diese verschiedensten Protokolle oder diese Schnittstellen zusammenführen. Ein Caching von Daten. Im Bereich also Geodaten und Druck war eine Sache, die uns halt, die wir wichtig finden oder wichtig fanden. Und wir wollten das Monitoring, Debugging, Warten generell dieser Infrastrukturen halt vereinfachen. Und natürlich auf Client-Seite, das, was heutzutage gefragt ist oder was man halt braucht, ist halt ein responsive Client. Mit dem QGIS Web Client 1 konnte man da jetzt auch nicht mehr wirklich etwas machen. Und daraus hat sich jetzt halt die WebSuite ergeben, die von der ganz grob gesprochen sich halt so aufbaut. Es gibt halt den Client selber, der einen schlanken Kern hat, sage ich mal, und dann die Funktionalität, die da integriert ist, die ist Plugin-basiert. Und das Gleiche gilt für den Server. Das ist halt jetzt dieser Python-Server, der nimmt jetzt die führende Rolle ein, sage ich mal, ganz grob, und integriert auch Fachanwendung und auch QGIS über Plugin-Integration. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr den QGIS-Server parallel laufen, sondern der QGIS-Server die wichtigen und sehr schönen Komponenten, was QGIS halt mitbringt, welche Möglichkeiten, die man hat, die integrieren wir als Plugin in diese GWD-Server-Applikation. Darüber hinaus möchten wir halt oder einen Datencache einmal für den Bereitstellung von Daten, der Dienste und auch für das Drucken integrieren und natürlich die Möglichkeit haben, das flexibel zu nutzen.
Dementsprechend ist es so, wie schon beschrieben, der Server selber ist halt die Zentrale, der kommuniziert jetzt nur noch mit dem Client über JSON, das ist das Ziel, soweit möglich, und der Server integriert halt die anderen Funktionalitäten über Plugins. Kerne, Funktionalität, Client, Server sind schlank gehalten, Plugin-basierte Architektur haben wir umgesetzt und wie gesagt, QGIS ist jetzt, also ist nicht mehr, man würde jetzt nicht sagen, es ist nicht mehr die ganze Infrastruktur wie vorher QGIS basiert in dem Sinne, sondern QGIS ist halt integriert als einzelnes Modul in diese Infrastruktur. Ja, und dadurch, dass wir Python benutzen und der Ansicht sind, dass das eigentlich besser geeignet ist für solche Web-Infrastrukturen als jetzt also grundsätzlich jetzt C++ beispielsweise, den QGIS Server, nicht in allen Teilen, aber in einer Reihe von Bereichen denken wir, dass halt das auch die bessere Variante ist, um das System flexibler und besser warten zu können. Den Webclient selber, den haben wir, der soll natürlich responsive sein, also es soll auf genauso auf Desktop wie auf mobilen Geräten genutzt werden. Die Architektur oder das, was dahinter steht an Bibliotheken, ist ähnlich wie beim QGIS Webclient 2, basierend auf React JavaScript als Entwicklungsframework. Wir haben uns aber gesagt, dass wir haben zusätzlich noch einen User Interface Framework dort integriert, was momentan auf Material basiert. Wir haben dort, wie gesagt, auch schon einen schlanken Kern, die Plugins, alle Funktionalität wird Plugin-basiert integriert. Open Layers ist die Kartenbibliothek, die wir nutzen, und QGIS Server als Erweiterung integriert. Dadurch haben wir halt die Möglichkeit, das individuell anzupassen für Funktionalität. Das heißt, man kann das flexibel konfigurieren, das Aussehen, wie man das möchte. Und wie gesagt, schon die Kommunikation selber mit dem Server findet halt über JSON statt. Als Beispiel, das Ganze ist eigentlich noch relativ jung. Das heißt, diese Umsetzung dieser Suite, dieser Plattform hat begonnen im Herbst letzten Jahres. Und den Anfang hat gemacht im Grunde genommen der Webclient. Der Webclient, der hier sieht man den, wie er beim Landkreis Marburg-Biedenkopf mittlerweile eingesetzt wird. Im Hintergrund serverseitig ist es noch die alte Serverplattform sozusagen, also die neue, die ist momentan, wird noch entwickelt oder ist noch in Entwicklung. Aber dieser neue Server sieht man halt, dass der ja recht klassisch, so wie man sich das halt, denke ich, heute erwartet, von der Oberfläche her eine App hier in dem Fall so eine Art Viewer-Funktionalität hat. Man kann halt nach Informationen suchen. Man kann das auf allen möglichen Geräten verwenden. Ich werde das gleich nochmal in einem Live-Demo einmal kurz demonstrieren, wie man sich das vorstellen kann, um mal so einen Eindruck zu bekommen. Und das Gleiche gilt für weitere Funktionalität, die im Rahmen von Projekten halt integriert wird. Das heißt, es gibt da jetzt auch die Möglichkeit, Daten zu erfassen, also zu digitalisieren in einfacher Form. Das heißt, man kann neue Flächen digitalisieren. Da drin enthalten ist eine Snapping-Funktion. Man kann Attribute ergänzen, Attributfelder anlegen und momentan umgesetzt mit Schreiben auf einer Postgres-Datenbank. Und natürlich die Alkes-Integration, die hier an dem Beispiel von den Daten, die man aus Hamburg frei herunterladen kann, nutzen kann. Die haben wir mittlerweile auch portiert von dem QGIS Web Client 1 auf diese neue Infrastruktur. Ich würde das jetzt einmal kurz nutzen, um es mal live vorzustellen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und zwar fange ich mal an hier mit dem Alkes-Portal, was wir dann auf so einer kleinen Demo-Anwendung umgesetzt haben. Das heißt, hier sieht man den Client jetzt so als Standard. Das Menü ist halt nicht aufgeklappt. Man kann dann hier in die Layer-Struktur hineinschauen. Ich kann jetzt hier beispielsweise einen Layer abfragen, aktivieren, könnte eine Abfrage machen auf eine Information, die mir dann hier angezeigt wird. Das ist so klassisch. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit,
mich anzumelden mit einem Demo-Benutzer, der, wenn er sich einloggt, dann weitere Funktionalität zur Verfügung hat, beispielsweise Flurstücksuche in dem Fall jetzt umgesetzt ist. Dort kann ich dann hier definiert auf nur drei Felder nach Gemarkung Adresse suchen sozusagen oder Flurstück, Zähler und Nenner. Und wenn ich da jetzt mal irgendwas eintippe und suche, komme ich halt dann halt das Ergebnis ausgegeben für den Bereich und kann mir dafür, wenn ich das aufklappe, direkt die Informationen, die ich definiere, anzeigen lassen, die ich benötige oder die ich haben möchte. Und entsprechend in dem Feld wird dann darauf gezoomt. Hier mit dieser Funktionalität kann ich noch weiter dort drauf zoomen. Das funktioniert jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich das Netz. Ich nehme mal einfach das andere. So, das wäre so der Klassiker, dass man da hinfährt und dann sich die Informationen anzeigen lässt, die dazugehören. So ist halt dieses Modul, was es vorher schon gab, jetzt umgesetzt worden in dem neuen Client. Und das Ziel ist halt, das mit den anderen Dingen, die jetzt schon entwickelt wurden für die alten Variante, das ähnlich auch wieder umzusetzen auf diese neue Plattform. Ja, das als Beispiel. Dann hier für Marburg-Biedenkopf, also das, was jetzt schon live sozusagen dann auch produktiv eingesetzt wird. Da gibt es halt auf der Webseite des Landkreises die Möglichkeit, sich verschiedene Karten anzuschauen und in dem Bereich habe ich jetzt hier das Beispiel mit den Schulen ausgewählt. Das heißt, man hat hier die einfach nur eine Darstellung, Informationsebene, welche Schulen gibt es halt im Landkreis und da ist es so umgesetzt, dass es einfach eine Abfrage möglich ist auf die Schulen und dann so wie man das auch schon kennt, die Funktionalität, die in QGIS integriert ist, dass man Bilder anzeigen lassen kann aus der Datenbank dass Links automatisch dann als Link dargestellt werden. Also im Grunde genommen in dem Fall sieht man das hier, diese QGIS-Funktionalität, die man sonst auch, dieses Zusammenspiel mit dem QGIS Web Client 1 vorhanden war, dass das hier auch wieder umgesetzt wurde und genutzt wurde. Ansonsten kann man Messfunktionalität natürlich integriert. Sowas ist möglich. Und man kann natürlich auch einen Druck erzeugen. Der ist momentan so gehalten, dass man ein Template zur Verfügung hat, auch in QGIS erstellt. Und dieses Template kann man dann drucken lassen. Mal gucken, wie. So würde das Ergebnis dann halt aussehen. Das heißt, das ist so die Beispiel, das praktische Beispiel von der Umsetzung, wie das momentan aussieht mit dieser Websuite. Vor allen Dingen jetzt den Client, den man halt jetzt als Benutzer direkt mal sehen kann. Ich gehe mal kurz wieder zurück. So. Und dementsprechend ist die Funktionalität, die momentan vorhanden ist, die sich halt ergeben hat in den Jahren davor und die jetzt halt migriert wird und in diese neue Plattform, ist zum einen halt die QGIS-Integration, das heißt wieder das Verwenden von Layer-Darstellungen, von Drucktemplates und Ähnlichem, dass man Hintergrundkarten integrieren kann, Abfragen per Klick und Mouseover sind möglich, Abfragen von Auswahlen von WFS-Layern, Authentifizierung über LDAP von PostgreSQL, einfaches Digitalisieren haben wir umgesetzt. Dann, wie eben gesehen, die Alkes-Integration, Suche über Auskunftung von Flurstücken ist halt vorhanden. Man kann externe Fachanwendungen einbinden. Momentan umfasst das halt GCOS Online und DeproCon. Das ist ein Statistikwerkzeug für Auswertung von demografischen Informationen. Es gibt eine konfigurierbare Suchmaschine. Wir haben das, das hatte ich jetzt gar nicht gezeigt, es gibt halt oben rechts da dieses eine Auswahlfenster, Suchfenster und das haben wir als eine integrierte Suche umgesetzt. Das heißt, man kann nach verschiedenen Sachen suchen und bekommt dann entsprechend die Informationen in dem einen Fenster ausgegeben.
Das zeige ich jetzt doch nochmal ganz kurz. Eine kleine Minute habe ich ja noch. Hier beispielsweise, wenn ich jetzt den hier suche, in dem Schullayer nach beispielsweise Grundschulen, dann sieht man hier, dass die Suche gibt mir verschiedene Auskünfte. Zum einen sieht man immer rechts, welche Grundlage, welche Basis die Sucheinformation hat. Zum einen ist das halt Nominatum, OSM-Suche. Zum anderen, wenn ich jetzt weiter runterscroll, Daten direkt, also Adressdaten aus der ALKIS-Datenbank, die dort hinterlegt ist, die Adressinformation, oder aus einer konfigurierten Datenbanktabelle, in dem Fall der Schulentabelle, die hier auch dargestellt wird als Punktinformation. Und also ich kann sozusagen über dieses Suchfenster in verschiedenen Bereichen suchen. Das ist halt auch noch integriert. Genau, dann drucken von Zeichnen, von Zeichnungen, die im Webclient selber erstellt wurden. Das ist noch eine Funktionalität, die ist momentan in dem neuen System noch nicht da, aber war in dem alten und wird jetzt auch wieder dort integriert werden. Projekte, Kunden, mit denen wir das zusammen gemacht haben, die das gefördert haben, sehen Sie hier. Das ist also hier aus der Region, sozusagen Stadt Kamen, dann Sachsen, Landkreis Mittelsachsen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, von dem Portal, was ich gerade gezeigt habe. Die Stadt Köln gehört dazu, die Dr. Pecher AG, die macht hydrologische Analysen, ein Ingenieurbüro aus der Nähe von Düsseldorf und die Gaia MBH, die sich um Windenergie-Projektplanung kümmert. Die nutzen das oder unterstützen das momentan und ja, geben uns die Möglichkeit, das so immer weiter zu entwickeln. Ausblick jetzt momentan sieht auch so aus, dass wir die Suite natürlich jetzt erweitern wollen, komplettieren wollen, erstmal mit den Funktionalitäten, die vorher schon da waren und weiterentwickeln natürlich im Rahmen neuer weiterer Projekte. Vor allen Dingen momentan aktuell ist halt die Umsetzung der Serverseite. Wir wollen halt den Datencache integrieren, umsetzen, auch für den Bereich Datenvisualisierung, aber auch Druck. Druckfunktionalität möchten wir gerne optimieren, das ist von unserer Seite aus, also wir denken, dass der Kugel-Server dann nicht nur noch ein bisschen, also das ist eine Funktionalität, die der Kugel-Server momentan übernimmt, wo wir aber nicht so ganz zufrieden sind. Und was auch geplant ist dann, momentan ist das die Konfiguration noch über Konfigurationsdateien, werden die gemacht, klassischerweise. Und natürlich gehört es dazu, dass man das auch benutzerfreundlicher ermöglicht, dass man ohne auf dem Server direkt arbeiten zu müssen, das machen kann. Das ist eine Sache, die noch aussteht. Und natürlich wollen wir das als Open-Source-Lösung auch, als Open-Source-Projekt besser noch präsentieren. Hier ist jetzt ein Anfang gemacht und wir wollen schauen, dass wir das halt noch weiterbringen, damit das auch viele Leute nutzen können, anwenden können, vielleicht auch für sich entdecken und finden. Ja, damit bin ich jetzt am Ende. Und ja, sag vielen Dank und wenn Fragen sind, dann bin ich da. Jo, auch von mir vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Gibt es da Fragen dazu? Ja, danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Zum einen, die Kommunikation war über JSON zwischen Server und Frontend. Ist das, welches JSON-Format? Ist das ein bestimmtes Protokoll, was dahinter steht? Oder das war eine Frage. Und die andere Frage, wenn ich das jetzt in den Webclient mit QGIS 2 Webclient vergleiche, wo unterscheiden sich die beiden? Also zu der ersten Frage kann ich selber jetzt nicht direkt was sagen, weil ich nicht der Entwickler bin, der das umsetzt. Das könnten wir euch aber auch gerne vermitteln natürlich, wenn das interessant ist. Zur zweiten Frage, zum Vergleich jetzt mit dem QGIS Web Client 2. Die Grundbasis, die Bibliotheken, die verwendet werden, sind ja gleich im Grunde genommen, kann man sagen. Was uns dazu bewogen hat, nicht den QGIS Web Client 2 zu nutzen, sind halt folgende Gründe. Und zwar ist es
wir haben uns das halt angeschaut und gedacht, im Grunde genommen würde es ja auch Sinn machen, den zu nutzen und darauf das alles aufzubauen. Aber der eine Grund war, dass wir halt nicht diese klassische Kommunikation über den Kugel-Server als OGC-Server und Client sozusagen nutzen wollten, sondern wir wollten gerne diese JSON-Schnittstelle haben, weil wir denken, dass das halt performanter und schneller besser funktioniert. Darüber hinaus hatten wir geschaut und wir haben halt in dem Dev-Client 2 von Kugis gesehen, der basiert ja auf MapStore 2 und da ist halt viel drin, unserer Ansicht nach, was eigentlich gar nicht wirklich gebraucht, genutzt wird, was aber einfach halt mitkommt, wenn man auf einer bestehenden Plattform aufbaut. Das fanden wir jetzt auch nicht so optimal von unserer Seite aus. Dann haben wir gesehen, dass im Gegensatz zum Kugis Dev-Client 1 der 2er noch gar kein User-Interface-Framework hat. Das heißt, momentan alles, was da umgesetzt ist, ist im Grunde genommen handgemacht und hat keine, sage ich mal, Struktur. Das müsste im Grunde genommen auch erstmal integriert werden. Und so gab es halt eine Reihe von Gründen, die, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick und von außen sehr ähnlich ist, uns dazu bewogen hat, dass wir gesagt haben, dass, dann machen wir was Eigenes in dem Fall. Okay, dann möchte ich Ihnen nochmal sehr herzlich danken. Die Zeit ist leider schon zu Ende. Vielen Dank nochmal und weiter geht's mit 3 Lightning Talks.